Hey ihr Lieben, schön, dass ihr zu einem neuen Video eingeschaltet habt. Es geht heute um eine ganz besondere Lidschattenpalette. Wenn ihr auch drauf gespannt seid, bleibt doch sehr, sehr gerne dran. Es war für mich ein wirklicher Struggle die letzten Wochen. Es war wirklich schwierig, weil es gibt da so eine Serie auf Netflix, die hat es mir echt angetan und die habe ich schon dreimal gesehen. Also zumindest die Staffeln 1 bis 3 habe ich schon dreimal gesehen. Und bin total hyped und begeistert davon und ich kann nicht genug davon kriegen. Jetzt, wo die vierte Staffel erschienen ist, ich saß sofort da, vierte Staffel Teil 1, sofort reingezogen, innerhalb kürzester Zeit, alle Folgen hintereinander, Chips-Marathon und so weiter. Jetzt kommt dann der zweite Teil der vierten Staffel raus. Und ja, also ich kann es schon kaum erwarten. Ich zähle schon fast die Stunden, nicht nur die Tage. Also ich bin da schon total hyped drauf, weil ich stehe total auf die Serie Stranger Things. Also ja, ich weiß nicht, dieser Geist der 70er und jetzt dann 80er Jahre, wo es dann jetzt spielt, finde ich total mega. Ich liebe die Ausstattung im Hintergrund, ich liebe die Frisuren, die Kleidung, ich mag die Geschichte. Also ich finde es total genial und es war dann so schwierig. Also erst hat Mercy Handy ja diese Stranger Things Edition gelauncht und da gibt es halt Desinfektionsmittel mit Stranger Things drauf, also da konnte ich mich nur zurückhalten, aber jetzt gibt es Lidschattenpaletten. Und ja, normalerweise würde ich da sofort zuschlagen und auch groß zuschlagen, aber sie sind halt von MAC. Und MAC ist eine Marke, die ist sehr bekannt, sehr berühmt, sehr ja, bodenständig und lang auf dem Markt und alles. Aber sie machen halt Tierversuche, was eigentlich gegen mein Empfinden spricht. Und deswegen war ich jetzt lange im Clinch mit mir, soll ich nicht, soll ich nicht. Und im Prinzip, ich will die Marke nicht unterstützen, aber ich konnte nicht anders. Muss ich mir jetzt auch einfach eingestehen, ich bin schwach geworden und habe mir eine der Paletten bestellt. Es gibt insgesamt zwei Paletten, zwei Blushes und noch diverse Lippensachen. Und mich hätte noch ein Blush auch sehr, sehr interessiert. Da gibt es einen, der gefällt mir wahnsinnig gut. Allerdings, ja, sind die sehr, sehr teuer. Also ich meine, über 20 Euro auf jeden Fall für einen Blush. Die Palette, die war im Angebot bei Douglas und da konnte ich nicht anders. Ich habe sie bestellt. Ja, ich weiß. Also Außenverpackung und innen schaut sie so aus. Ich habe auch schon Reviews gesehen zur Palette. Sie soll eher so mittelmäßig sein, aber so ist die Qualität von MAC, glaube ich, insgesamt. Aber es war jetzt für mich einfach ein Sammlerstück und ich wollte sie unbedingt haben. Wenn man sie aufklappt, ist hier drinnen nochmal so ein Zettelchen. Ja, so ein kleiner Einleger, was das Ganze soll. Das hat wahrscheinlich irgendein Künstler gezeichnet oder eine Künstlerin. Und dann ja, hat die Palette eigentlich nur 8 Farben. Also sie ist eigentlich relativ klein, hat 8 Farben. Und da gibt es eine Tagesversion, also eine, ich glaube, von der Schule eine Version. Und das hier ist so diese Untergrundversion, für die ich mich entschieden habe. Und die Farben sind deswegen auch eher dark, also eher verraucht und ja, mystisch. Und es gibt 5 Schimmertöne und 3 matte Töne. Ich bin jetzt mal sehr gespannt. Ich werde mich jetzt damit schminken und ja, ein bisschen was ausprobieren. Jetzt keinen ganz dramatischen Look, sondern einfach ja, mal schauen, was möglich ist auf einfacherem Wege. Was man da rausholen kann als Nicht-Schmink-Profi. Sie ist auf jeden Fall total handlich, also das kann man schon mal sagen. Ob sie das Geld wert ist, von den Lidschattentönen weiß ich nicht, aber das Sammlerherz, ich muss auch leider die Umverpackung ausnahmsweise dazu behalten, das Sammlerherz schlägt halt bei dieser Palette sehr, sehr hoch. Und das Fanherz natürlich auch. Thank you.
Ich hatte noch nie eine Palette mit dermaßen viel Fallout. Ich habe die ganzen Wangen voll mit Brösel von der Palette. Ich werde mich jetzt mal sauber machen und dann mache ich den Look fertig. So, fertig. Eyeliner habe ich benutzt von den Tattoo Liner Dropper Black von Dagger, Kat Von D. Schaut so aus. Und als Mascara Yves Saint Laurent Volumen Effekt, die hier. Und die Mascara ist total klumpig. Ich finde sie ganz, ganz schrecklich. Der Eyeliner ist super. Hat jetzt echt gut dazu gepasst. Und ich bin vielleicht, wie ihr es merkt, ein bisschen enttäuscht. Also ich sage mal, die Lidschattenfarben waren sehr krümelig. Hat richtig runtergekrümelt. Die Schimmertöne sind auch richtig krümelig, was ich eigentlich nicht möchte. Ich möchte gerne eher so ein bisschen feuchtere, öligere Texturen, sind die überhaupt nicht. Die krümeln einfach nur. Im Fähnchen schon, also die ganze Palette schaut schon richtig schmutzig aus deswegen. Und natürlich auch auf den Wangen war richtig viel. Und die Pigmentierung von den Farben lässt auch richtig zu wünschen übrig. Also als Grundfarbe habe ich die hier genommen. Die ist ja sehr schön und matte Farben dürfen auch sehr zart sein. Und die war richtig schön, fand ich. Die hier habe ich dann so ein bisschen noch reingearbeitet in die Lidfalte. Fand ich eigentlich auch gar nicht so schlecht. Dann ging es aber weiter. Ich wollte die weiter nach hinten geben. Die hat gekrümmelt ohne Ende. Und man hat nichts gesehen, sodass ich dann die Finger nehmen musste, dass man überhaupt irgendwas sieht. Ich wollte dann die grüne Farbe aufs Lid geben und habe mir gehofft, dass die schimmert und scheint und glänzt, aber tut sie überhaupt nicht. Sie ist eher leicht schimmernd, also nicht das, was man sich erhofft oder ich mir zumindest erhofft habe. Ich finde die Formulierung einfach nicht gut. Dann habe ich die helle Farbe genommen, die Sporus, und habe gedacht, ich mache hier noch so ein funkelndes Highlight in der Mitte vom Auge und vorne natürlich dieses Inner Corner Highlight. Es scheint überhaupt nicht. Also irgendwie kommt das überhaupt nicht zur Geltung. Vorne vielleicht noch, aber hier in der Mitte ist nichts von wegen Eyecatcher oder das scheint wunderschön. Die hier habe ich jetzt nur unten aufgegeben, weil ich kann ja, also ich wollte jetzt nicht oben grün und blau haben. Ich wollte mich für eine Farbe entscheiden und deswegen habe ich dann blau unten aufgegeben. Ist okay, aber hat gekrümmelt wie Sau. Und die schwarze Farbe, ja gut, schwarz ist schwarz. Also da kann man nicht viel falsch machen. Die habe ich dann noch außen hingesetzt und habe alle Farben verwendet. Und also sagen wir so, wenn es jetzt nicht Stranger Things wäre, würde ich die Palette sicher in einem Trashy weiterziehen lassen. Es ist, also Mac, gar nichts für mich von der Formulierung her. Ich finde das alles nur so langweilig, es wischt so ineinander, es ist nichts, wo einem ins Auge sticht und man sagt, wow, das ist was Besonderes, das ist was, was glänzt, was raussticht oder so. Und auch wenn die anderen Farben so sind, wie sie sind, die grün hätte knallen müssen. Und ich glaube, dass es die blau auch nicht tut. Von dem her bin ich enttäuscht von der Qualität von der Lidschattenpalette. Dennoch wird die in meine Sammlung einziehen, einfach wegen Stranger Things, ist klar. Ist wie es ist, ich werde sie nicht oft verwenden. Die ist ein Deko-Sammlerstück bei mir und deswegen hat sie ihren Platz in meiner Sammlung verdient. Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr zugeschaut habt und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, reizt euch die Palette auch? Habt ihr sie euch vielleicht selber auch gekauft, zugelegt oder ist das etwas, wo ihr sagt, nee, Mac geht nicht oder brauche ich nicht, die Serie schaue ich nicht, wie auch immer. Würde mich sehr interessieren. Also nochmal vielen Dank und ich hoffe, ihr seid im nächsten Video wieder mit dabei.